Hallo und herzlich willkommen in meiner Kartenwerkstatt. Ich bin die Andrea und bin unabhängige Stamp-and-Up-Demonstratorin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und heute habe ich eigentlich eine ganz, ganz einfache Karte, denn ich habe mir gedacht, es wird sich ja immer wieder Geld gewünscht für ein neues Smartphone zu irgendwelchen Festivitäten, Geburtstag, Weihnachten, wie auch immer. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt eine Smartphone-Karte und zwar eine Gutscheinkarte draus, wo man einfach ein Geldgeschenk reintun kann für ein neues Smartphone eben. Und ich habe es jetzt bewusst hier einfach so vom Design her gelassen, wie ein ausgeschaltetes Smartphone, also ohne Display, und habe hier nur ein Hallo vorne drauf. Man könnte jetzt natürlich, wenn ihr einen kleinen Stempel habt mit herzlichen Glückwunsch oder sowas oder Gutschein, könnte man das natürlich auch vorne drauf machen oder Geldgeschenk. Und innen sieht sie so aus. Ich habe jetzt nur hier ganz einfach alles Liebe und Gute und hier bewusst einfach noch viel Platz gelassen, weil die Karte ja nicht so breit ist. Einfach damit man schön beschriften kann. Einfach ein bisschen jugendlich hier mit diesen Pinselstrichen. Und hier, ich nehme jetzt gerade mal das Papier hier oder den Papierabschnitt, da kann man eben seinen Geldschein hier noch reinstecken für das Geldgeschenk. Genau, also ganz einfach eigentlich und ich zeige euch, wie ich das gemacht habe. So, als erstes braucht ihr Farbkarton in Schwarz natürlich. Und der hat die Maße 15 cm und in der Höhe 14,85, genau. Einen halben Bogen von der Länge her. So, und jetzt musst du natürlich gucken, nachdem 15 und 14,85 ja nicht weit auseinander ist, wo eure Breite und Länge ist. Also die Höhe von der Karte, also diese Höhe, die hat ein normales Kartenformat, 14,85. Und ihr müsst es hier einmal falzen, Mitte geben bei 7,5. So, das war es nämlich hier schon. Und dann könnt ihr euch das hier einmal schon in der Mitte falzen. Und dann habe ich mir die Ecken, wie es bei den Smartphones eben so ist, eben abgerundet mit der Trio-Stanze dekorative Details. Also wir müssen jetzt hier natürlich durch zwei Lagen. Also ich meine, diese äußeren, die könnt ihr natürlich einzeln stanzen, aber die in der Mitte, hier, da brauchen wir die Rundung so. Aber ich zeige es euch mal, das geht schon. Man muss natürlich ein bisschen mit mehr Schmackes drücken, aber es geht. Achtung, es wackelt ein bisschen. So, und dann habt ihr nämlich hier schön eure abgerundete Innenecke auch. Ich mache jetzt die anderen auch mal so. Das hält die Stanze schon aus. Ich meine, dauerhaft immer durch zwei Farbkartone doch ist vielleicht das nicht so gesund für die Stanze. Aber wir machen es ja nicht ständig. So, und dann habt ihr hier euer Grundgerüst schon. Und um diesen Rahmen hier zu oder dieses Display so ein bisschen vorzusetzen, habe ich mir einfach nochmal einen schwarzen Farbkarton geschnitten mit 7 x 14,35. Haben wir da die Ecken auch abgerundet. Das habe ich schon gemacht. Und das kommt jetzt eben hier vorne drauf. Und ich habe mir hier noch so ein Loch ausgestanzt. Ihr könnt es natürlich auch nur aufzeichnen. Aber ich habe mir gedacht, es schaut ganz schön aus, wenn man das einfach wie so eine Vertiefung auch sieht. Und ich habe jetzt dazu genommen eine Stanze, die gab es mal mit im Bundle mit so kleinen Blütenstanzen. Die ist schon ein bisschen älter und da ist eben auch so eine kleine Blütenmitte drin. Ihr könnt aber auch einen ganz normalen Locher nehmen. Die hat ungefähr die gleiche Größe hier vom Loch her oder von diesem Kreis. Und ich zeichne mir jetzt hier nur noch die Mitte an. Also 7 cm, das ist ja breit bei 3,5 cm, dass ich auch hier ungefähr die Mitte treffe. Und das hat jetzt natürlich hier noch so ein Blatt, deswegen stanze ich das relativ weit oben. Also das wird unser Kameraloch. Bloß schauen, dass ich da nicht auch noch mit rein stanze. Mit dem Locher könnt ihr natürlich da ein bisschen weiter rein. Und dann haben wir da unser Loch. Und das klebe ich mir jetzt plan auf. Ich habe mir schwer überlegt, ob ich mir das mit der Dimensionals aufsetzt, aber ich habe mich dann eigentlich dagegen entschieden. So. Also, dass ihr möglichst außenrum so den gleichen Rahmen habt. Das präparieren wir uns gleich auch noch ein bisschen.
Aber ich mache mir jetzt zuerst die Innenseite weiter, weil ich habe diesen Rahmen hier außen mit einem Gehroller gemacht und der braucht immer ein bisschen zum Trocknen, damit das nicht irgendwie schmiert. Genau. Für innen habe ich mir jetzt geschnitten einen weißen, grundweißen Pappkarton, auch in 7x14,35, genauso wie diesen Rahmen oder dieses Display hier außen. Und das bestempel ich mir noch ein bisschen. Genauso wie mein Gutscheinfach, das habe ich mir nämlich auch schon zurechtgeschnitten. Da kann ich jetzt nämlich denselben Hintergrundstempel verwenden. Das hat jetzt die Größe 7x4 cm und da habe ich mir nur die unteren beiden Ecken hier abgerundet. Und für diesen Pinsel, oder ja, Pinselstriche sind es ja eher, habe ich mir hier dieses Celebration Set, das ist ja gerade erhältlich im August und September, Texture and Frames genommen und zwar diesen hier draus. Und da lege ich mir jetzt bloß gerade meine Stempel- und Perforiermatte und noch ein Schmierpapier drunter und verwende hier, also hier habe ich Aquamarin verwendet, also für einen jungen Herrn vielleicht. Jetzt machen wir eine junge Dame in Friesienlila. Nachdem mein Friesienlila noch relativ neu ist und voll ist, ich mache mal hier einen Probeabdruck, aber ich glaube, der erste ist mir zu satt von der Farbe. Ich nehme den zweiten, dann ist er einfach ein bisschen heller. Und den mache ich mir jetzt gerade hier auch noch her. So. Und dann stempel ich mir in Schwarz noch einen Spruch drüber. Ihr könnt jetzt natürlich, je nachdem für welche Gelegenheit ihr das braucht, frohe Weihnachten, zum Geburtstag oder herzlichen Glückwunsch oder wie auch immer machen. Ich mache jetzt hier nur aus den gestanzten Grüßen. Das ist ein Gastgeberinnen-Set aus der letzten Celebration. Aber ich habe nach kleinen Sprüchen gesucht und ich nehme jetzt hier raus alles Liebe und Gute und ein für dich. Das ist beides aus diesem Stempelset und werde das mit Memento, also mit Smoking Schwarz, aufstempeln. Ich habe mir das jetzt bloß hier gerade auf einen Stempelblock gezogen, weil ich keinen anderen mehr frei hatte. So, und ein für dich. So, und dann haben wir hier unsere beiden Sprüche schon mal. Ja. Und dann können wir uns das hier eigentlich schon einkleben. Dann mache ich mit Mehrzweckflüssigkleber hier meine Mattung. Da kommen dann noch die Glückwünsche und die Grüße drauf. Und ich habe es von der Länge her, die meisten Smartphones, ich habe nämlich meins ausgemessen, die sind ein bisschen länger, die haben fast 17 cm, die jetzigen, oder ganz viele. Ich habe es auf 14,85, damit es einfach in normalen Umschlag noch reingeht. Und mein Gutscheinfach, das klebe ich mir noch an mit, oder Geldscheinfach ist es ja, mit Abreißklebeband. Weil so groß für einen richtigen Gutschein ist es ja nicht. Ich glaube jetzt nicht. Ich muss es mal kurz vielleicht ausprobieren, ob das so ein, ihr wisst schon, diese Kreditkarten große oder Scheckkarten großen Gutscheine, ob die da reingehen. Naja, also wenn ihr ganz schmalen Klebestreifen hier an der Seite macht, dann könnte es reingehen. Könnte. Ganz knapp. Da macht er einfach nur das Abreißklebeband hier zur Hälfte drauf und schlagt dann einfach, nachdem ihr die Trägerfolie abgezogen habt, den Rest hier einfach um. Dann geht euch eine Gutscheinkarte, denke ich, auch rein. Aber ich habe es jetzt einfach mal für einen Geldschein vorgesehen. So. Schauen wir mal, ob da was übersteht. Und das klebe ich mir jetzt so ein, dass es hier den gleichen Abstand hat wie mein Einleger. Ihr könnt es natürlich auch ein bisschen höher setzen. Ich fand das aber jetzt mal ein bisschen was anderes, dass es einfach hier den gleichen Abstand hat. Und dann könnt ihr eben hier euren Geldschein reintun. Genau. So. Ich falte mir das jetzt bloß hier einmal noch gut nach, damit das auch zuhält. Und für vorne, da habe ich mir jetzt aus dem Stempelset Schneckenpost, da gibt es hier diese Sprechblase,
Die habe ich mir genommen und dieses Hallo. Ihr könnt da natürlich auch aber einen herzlichen Glückwunsch oder irgendwie sowas reinmachen. Das ist ganz egal. Und das stempel ich mir auch mit Memento auf. Ihr könnt natürlich jeden beliebigen Spruch auch einfach ausstempeln und diese Sprechblase, die lässt sich ja super auch mit der Hand aufzeichnen. So, jetzt schauen wir mal, ob ich das Hallo hier reintreffe. Ja, genau. Und das schneide ich mir jetzt einfach nur aus mit der Hand. Beziehungsweise, ich habe gerade geguckt, da habe ich nämlich vorher gar nicht geschaut, bei den Stanzformen Schnecke, die zu dem Set dazugehören, gibt es sogar diese Sprechblase zum Ausstanzen. Genau. Aber ich habe es mir hier schon mal vorbereitet. Ansonsten hätte ich es mir jetzt ausgestanzt. Und da mache ich mir jetzt einfach zwei Dimensionals hinten drauf. Und setze mir das hier vorne. Da könnt ihr schauen, welche Höhe euch da passt. Hier habe ich es jetzt gerade drauf gemacht. Hier mache ich es jetzt mal schräg. Dann seht ihr einfach mal einen Unterschied. So, und dann fehlt uns natürlich hier unser Rahmen noch. Und da nehme ich jetzt einfach einen ganz normalen G-Roller in Silber. Ihr könnt natürlich auch einen Weiß nehmen. Und schau, dass ich da jetzt einmal rumkomme, ohne den irgendwie abzusetzen, dass mir da kein Klecks entsteht. Und dann gibt es eben diesen wunderschönen Rahmen hier außenrum. Ich finde, das reißt es halt einfach noch raus. Und hier bei diesem Kamera. Öffnung mache ich das genauso. So, ich fahre hier immer noch hinterher und das müsst ihr jetzt echt trocknen lassen. Die brauchen ja meistens ein bisschen bis sie antrocknen, nicht, dass ihr euch das auf diesem schwarzen Papier jetzt hier irgendwie verwischt. Genau, und schon ist unsere Handykarte fertig. Die Gutschein- oder Geldscheinkarte. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Die verwendeten Materialien und die Maße, die gebe ich euch wie immer unten in die Infobox mit rein. Und viel Spaß dann natürlich auch beim Verschenken. Wenn ihr die tollen Produkte von Stampin' Up! Über mich bestellen wollt, dann gerne unter andreaskartenwerkstatt@gmail.com oder im Onlineshop unter andreasteiner1.stampinup.net. Und ich würde mich natürlich über ein Abo, einen Kommentar und einen Daumen hoch von euch freuen. Und wünsche euch jetzt, wie gesagt, viel Spaß beim Nachbasteln und bleibt gesund, macht es gut und bis bald, bis zum nächsten Mal. Ciao!